Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Samstag, es ist schönes Wetter, wie ihr gerade seht, vielleicht die Sonne ist draußen. Es ist zwar gerade ein bisschen bewölkt hier. Ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog. Ich habe Zeit. Es wird vielleicht mal ein längerer Vlog sogar werden dieses Mal. Die einen oder anderen werden vielleicht so lange Vlogs auch gar nicht gucken. So, ich habe jetzt hier mal kurz angehalten, um euch mal mein Bike zu zeigen von außen. Ich habe ja erzählt, dass sich ein bisschen was verändert hat an der Optik. Wie zum Beispiel hier die schönen KTM-Sticker in der Frontmaske. Also an der Frontmaske. Hier der Ready-to-Race-Sticker und die schönen Akrapovic-Sticker am Tank. Ja, da hatte ich auch ein bisschen was versprochen, dass ich das halt mal kurz zeige, so das Bike. Weil es ist jetzt noch, ja gut, es ist jetzt schon wieder dreckig, kann man sagen, aber es ist noch sauber eigentlich. Hier noch der Ready-to-Race-Sticker. Die Spiegel kennt er ja schon. Sonst hat sich nicht so viel verändert am Bike. Ich finde, so wie es jetzt ist, sieht es auch mega gut aus. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben vom Video, wie es euch so gefällt, das Bike, so wie es jetzt ist. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich werde vielleicht nachher noch mit meiner Freundin nach Dortmund fahren. Das werde ich, denke ich mal, auch noch filmen. Denke ich mal, haben das ja die meisten schon mitbekommen, dass im Moment Corona-Ferien sind. Zumindest in Nordrhein-Westfalen, in den anderen Bundesländern, soweit ich weiß, aber auch. Wir haben jetzt, glaube ich, bis Ende der Osterferien sozusagen frei. Ihr könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare schreiben, ob bei euch jetzt auch so Corona-Ferien sind und wie das bei euch aussieht mit der Schule. Wir fahren jetzt mal ganz kurz Reifendruck kontrollieren. Reifendruck kontrollieren muss sein. Und hier haben wir zum Beispiel nicht genug drauf. Ja, Leute, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare unten, das interessiert mich wirklich sehr. Was ihr so für Bikes fahrt, also ob ihr auch Motorrad fahrt und was ihr, wenn dann, für ein Bike fahrt. Weil ich auch gehört habe, dass viele von meiner Community selber eine Duke haben. Reifendruck passt wieder. Also wie ihr merkt, ihr könnt bei meinen Videos immer viel in die Kommentare schreiben. Gerne auch, weil ich freue mich auch wirklich immer, wenn ich Kommentare bekomme von euch. Zum Beispiel, dass ihr mir auch einfach sagt, dass die Videos euch gefallen. Ich habe letztens mal Videos von ein paar Motovloggern wieder angeguckt, die hier aus Hamm auch kommen. Größte Motovloggerin aus Hamm, also Kräker bzw. Black Cloud hieß sie ja. Die gibt es ja leider nicht mehr. Ob ich es vielleicht irgendwann schaffen werde, großer Motovlogger zu werden hier in Hamm, aber ja, ich bin ja noch in meinen Anfängen, deshalb mache ich mir da nicht zu große Hoffnung oder so. Und ich bin auch mal gespannt, wie es im Sommer hier werden wird in Hamm. Vom Wetter her, wie es jetzt wieder wird, ob es jetzt wieder so heiß werden wird im Sommer. Weil bei 40 Grad im Sommer werde ich keine Motovlogs machen, höchstwahrscheinlich. Ich bin jetzt mit meiner Freundin unterwegs. Wir sind hier gerade in Dortmund, Ewing besser gesagt. So, Dortmund, Ewing, so. Für ein paar Leute, die schon meine anderen Videos kennen, die wissen auch, dass ich früher in Dortmund, Ewing gewohnt habe. Ihr könnt mir auch gerne meine Kommentare schreiben bei mir unter das Video. Wer denn alles von euch hier selber aus Dortmund, Ewing kommt? Also, vielleicht guckt ihr selber hier jemand meine Videos, die aus Dortmund, Ewing kommen, meine alte Heimat sozusagen. Könnt ihr mir gerne kommentieren, würde ich mich drüber freuen. Und ihr könnt mir auch jetzt schon mal, wo ich gerade so dran denke, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne auch ein Like. Was laber ich da? Daumen nach oben ist ja ein Like. Wie gesagt, Kommentare könnt ihr gerne schreiben, ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn euch meine Videos generell gefallen oder halt dieses Video euch überzeugt hat, könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Wenn meine Community wächst, freue ich mich immer darüber. Meine Freundin ist natürlich auch hinten drauf. Kannst du nochmal Peace zeigen? Doch, nochmal, komm. Komm noch mal. Doch, komm. Doch. Schämst du dich? Wir sind jetzt hier gerade in der Innenstadt angekommen. Wir sind jetzt hier gerade am Dortmund Hauptbahnhof vorbei. Ich hasse Innenstadtverkehr. Ich hasse es einfach. Und wieso lachst du jetzt schon wieder da hinten? Du willst nicht gefilmt werden, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Jeder, der in Dortmund wohnt, kennt den Verkehr hier in der Innenstadt. Jetzt fühle ich mich gerade wie diese ganzen Großstadt
Vlogger, wie zum Beispiel Kulewu oder so aus Berlin oder Moji aus München. Jetzt weiß ich genau, wie die sich fühlen, wenn die Motovlogs machen in der Großstadt. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Also wir fahren jetzt gerade von Dortmund zurück nach Hamm. Wir sind hingefahren nach Dortmund über Autobahn zu zweit. War auch ganz angenehm eigentlich. Fahren wir jetzt über Landstraße zurück. Also ich muss sagen, mit der Duke zu zweit über Landstraße kann man doch echt gut Geschwindigkeit halten. Über die Autobahn natürlich, ist klar. Das ist nur 125er, auf der Autobahn ist eh schon kritisch. Und dann zu zweit. Wobei ich echt sagen muss, solange man jetzt nicht unbedingt krassen Gegenwind hat oder so, also noch ganz normalen Wind, oder halt vielleicht sogar Rückenwind, geht das absolut klar. Also ich bin zu zweit mit meiner Freundin über die Autobahn so mit 105 km/h gefahren. Finde ich echt gut für eine 125er, zu zweit. Teilweise auch bergauf, Richtung Dortmund. Und ja, Landstraße, klar, Landstraße kann man richtig gut fahren, finde ich. So Leute, ja, wir sind jetzt zurück in Hamm. Ist jetzt auch schon mittlerweile stockdunkel. Ich hoffe, man sieht überhaupt noch was in dem Video. Es ist auch schon echt kalt geworden jetzt. Wir sind jetzt zurück, fahren jetzt nach Hause und ja, würde mich damit auch vom Video verabschieden für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Und auch gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat und meine Videos euch generell auch gefallen. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.